Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ich könnte mit... Könnt ihr das hören? Markarth feiert. Ich hör's, aber... Ich sehe irgendwie niemanden, der gerade feiert. Dieser großartige Bastard hat es wirklich geschafft. Er hat sie zurückgeholt. Er meinte, Radar Alceran hätte ihm Hoffnung geschenkt. Denkt ihr, er meinte das hier? Der Graf hatte zwar Freude an seinen Geheimnissen, aber ja, ich glaube schon. Als wir das hier alles anfingen, dachte ich, das Beste, worauf wir hoffen können, wäre, es Alceran für all die Leben heimzuzahlen, die er stahl. Ich schätze, ich hätte auf etwas Ehrgeizigeres abzielen sollen. Was steht für uns als nächstes an? Wir ruhen uns aus. Da Radar Alceran tot ist, ist die Graue Schar nun endlich wieder begraben. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft, Partnerin. Also esst, trinkt, sucht euch etwas Gesellschaft für euer Bett. Und morgen? Morgen werden wir das wahrscheinlich alles wieder tun müssen. Das mit der Gesellschaft fürs Bett und so weiter? Oder mal wieder die Welt retten? Das ist jetzt die Frage. Wir haben ein zweihändiges Schwert in Geschärft bekommen vom Set Leerenrufer und einen Fertigkeitspunkt. Es mag seltsam klingen, wenn es von einer Nord kommt. Doch es freut mich, all diese Regmannen lebendig und wohlauf zu sehen. Sie scheinen mir schon zufrieden zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass es sie nicht stört, wenn wir ihnen noch mehr Anlässe zum Feiern geben. Was meint ihr? Die Nachricht von Radar Alcerans Tod lässt sich kaum damit vergleichen, dass die Toten wieder lebendig geworden sind. Doch ich bin mir sicher, Kadach wird erleichtert sein, das zu hören. Sucht den Art und lasst ihn wissen, dass es nichts mehr von der Grauen Schar zu befürchten gibt. Sagt ihm, dass er Verandis dafür zu danken hat. Kommt ihr denn nicht mit? Warum denn die Laune verderben? Ich glaube, ich nehme mir kurz Zeit für mich. Das habe ich schon nicht mehr getan, seit Fenn und ich im Reg angekommen sind. Geht es euch gut? Alles gut. Selbst die große Lyris Titanenkind braucht manchmal eine Pause. Verratet es keinem. Das werden wir nicht tun. So, dann mache ich mich mal eben auf zum Palast. Mittlerweile habe ich einen schönen Weg gefunden, wo man eigentlich nur noch perfekt hinlaufen kann zum Palast. Da, seht, ist das zu fassen? Die Feste ist wieder am Leben. Das ist euer Werk, oder nicht? Der Art denkt das offenbar. Er wird euch sehen wollen. Er ist gerade in seinem Kriegsraum. Wieso in seinem Kriegsraum? Oh, ihr seid auch hier, weil... Titanenkind. Ich habe eine Nachricht, die allein für eure Ohren bestimmt ist. Na schön, aber wenn das Kadachs Vorstellung von einem Witz ist, werdet ihr nicht lachen. Okay... Ich warte jetzt so lange, bis du erzählst, was du sagen willst. Vor allen Dingen, wieso dürfen die beiden hier eigentlich zuhören und ich nicht? Naja, gut. Wir werden es sowieso nachher rausfinden, nehme ich mal stark an. Oder es ist einfach nur ein Angebot an Lyris, mit ihm ihr Bett zu teilen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn das östliche und das westliche Himmelsrand angesichts der Grauen Schar ihre Differenzen beilegen können, dann kann das auch das Reg. Tretet vor, Freihand. Ihr braucht euch Königen wegen nicht zu verbeugen. Freihand? Bin ich Freihand oder was? Ach, Jorun! Unser Land ist gespalten, aber in unseren Herzen sind wir alle Nord. Ich glaube fest daran, dass Himmelsrand eines Tages vereint sein wird. Was macht ihr hier, König Jorun? Die Angelegenheit mit der Grauen Schar ist noch nicht überstanden. Solange Himmelsrand in Gefahr ist, werde ich es verteidigen. Das ist trotzdem weit weg von euren Besitztümern. Das Reg ist fernab der Jarltümer. Diese Angelegenheit mit der Grauen Schar begann mit mir und ich hatte immer vor, das zu Ende zu bringen. Glücklicherweise haben wir den Kampf gewonnen. Dieses Mal. Meint ihr, Svana ist bereit, zur Herrscherin des westlichen Himmelsrand zu werden? Das tue ich. Sie ist eine beeindruckende junge Frau.
Doch ich glaube, die bedeutendere Frage ist, ob das westliche Himmelsrand bereit für Svanas Herrschaft ist. Einsamkeit hat sich von der Außenwelt abgeschottet, während Svana sie willkommen heißt. Wir werden sehen, wohin das führt. Seid ihr hier, um das Reich einzunehmen? Ich habe keine Absicht, den Despoten zu ersetzen. Haben diese Leute nicht genug gelitten? Jedenfalls sind meine Kräfte am Rand der Erschöpfung. Aber falls die Leute uns um Hilfe bitten, werde ich tun, was ich kann, um sie ihnen zu gewähren. Warum seid ihr so gewilligt, die Leute zu helfen, die euch als ihren Feind erachten? Bei Chance-Knochen. Wieso denkt jeder, ich hätte Hintergedanken, wenn ich etwas Nettes tue? Kann ein König keine nette Person sein? Hör zu. Jemand muss die Hand freundschaftlich ausstrecken, bevor sie ergriffen werden kann. Außerdem hilft es ganz Himmelsrand, wenn wir dem Reik helfen. Ja, da hat er wohl recht mit. Moment, zu dir komme ich später. Ach, Prinz Irnskar, den habe ich gar nicht erkannt. Dank den Göttern, dass wir uns um bessere Dinge zu kümmern haben als die Aufstellung von Truppen und den Verdacht auf Verrat. Für jemanden, der sich Despot nennt, ist der Art bei erstaunlich umgänglicher Laune. Doch das soll nicht eure Sorge sein. Es tut gut, euch wiederzusehen. Was bringt euch und den Skaldenkönig nach Markarth? Um ganz aufrichtig zu sein, Svana. Als wir erfuhren, dass Markarth Opfer eines Angriffs wurde, wie ihr ihn in Einsamkeit gerade noch verhindertet, bestand sie darauf, dass wir Unterstützung anbieten. Eigentlich, um die Graue Schar aufzuhalten. Doch dafür kommen wir anscheinend ein bisschen zu spät. Es könnte immer noch einige von ihnen geben, die eine Bedrohung darstellen. Zweifellos. Sie haben sich als sehr geschickt darin erwiesen, sich in den Schatten zu halten und einen günstigen Augenblick abzuwarten. Es wird nicht einfach werden, sie zur Strecke zu bringen. Doch ich habe ohnehin nicht das Gefühl, als wäre das die beste Verwendung für die Gelegenheit, die uns geschenkt wurde. Was meint ihr? Die größte Waffe der Grauen Schar war unser wechselseitiges Misstrauen. Sie beuteten unsere Mutmaßungen und unsere Ängste aus, nutzten unsere Differenzen, um uns einen nach dem anderen anzugreifen. Der beste Weg, um zu verhindern, dass dies erneut geschieht, wird darin bestehen, Vertrauen und Gemeinschaftssinn aufzubauen. Dann habt ihr eine Allianz gebildet? Wir sind zumindest zu einer Übereinkunft gelangt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wünsche euch viel Glück. Es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Doch wir müssen irgendwo anfangen. Ohne Svana, Jarl Svana, hätte ich das nicht geschafft. Wie sie zum Wohle ihres Volkes die früheren Differenzen zwischen dem östlichen und dem westlichen Himmelsrand beilegte, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ihr scheint viel von Svana zu halten. Nun ja, das tue ich. Sie ist eine beeindruckende Frau, Figur, Anführerin. In der kurzen Zeit, in der sie Jarl ist, hat sie eine Menge Herzen und Köpfe für sich gewonnen. Ich glaube, das sagt mehr darüber aus, wie sehr sie geschätzt wird, als mein Lob. Das westliche Himmelsrand täte gut daran, ihr die Führung zu übertragen. Wird euer Vater erlauben, dass ein anderer Herrscher den Westen kontrolliert? Er will nicht noch einen Krieg am Hals haben. Und die westlichen Jarltümer verlangen immer noch ihre Unabhängigkeit. Himmelsrand wird nicht mit Gewalt geeint werden. Doch mit mehr Tagen wie heute wird die Provinz eines Tages vielleicht wieder heil. Ganz gleich, wie viele Könige Anspruch auf sie erheben. Svana. Ihr scheint euch unter Königin und Jarls wohler zu fühlen, als ich es kann. Allerdings konntet ihr das schon immer. Es tut gut, euch wiederzusehen. Was verschlägt euch ins Reich? Das westliche Himmelsrand erholt sich langsam. Dank Fens Elixier waren unsere Soldaten in der Lage, die Graue Schar zurückzudrängen. Ich weiß, dass das Reik nicht so viel Glück hatte. Ich habe Prinz Irnskar und den Skaldenkönig dazu überredet, unsere Unterstützung anzubieten. Was plant ihr zu tun? Ich erwartete, dass wir Soldaten schicken würden, doch bei unserer Ankunft tanzten die Leute auf der Straße. Ich hatte immer Geschichten darüber gehört, dass die Stadt aus Stein ein finsterer Ort wäre, an dem Reikmannen mit Herzen aus Kieselsteinen sonderbare Götter anbeten. Dabei ist es hier gar nicht so anders als daheim. Wie stehen die Dinge im westlichen Himmelsrand? Trotz all unserer Entbehrungen sind die Leute glücklicher, als ich sie je zuvor gesehen habe. Anscheinend war ich nicht die Einzige, die ihr Dasein im Schatten meines Vaters fristete.
Ich kann zwar nicht kommen und gehen, wie ich möchte, doch mit Mauk an meiner Seite geht es im Blauen Palast so lebhaft wie in jeder Taverne zu. Ihr habt Mauk in den Palast geholt? Ich habe ihn zu meinem königlichen Vorkoster gemacht. Ich glaube, ihm ist noch nicht einmal der Gedanke gekommen, dass er vergiftet werden könnte. Er wirkt so glücklich, solange der Strom an Essen und Trinken nicht abreißt. Inoffiziell ist er auch der Hofnarr, aber verratet ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Meine Lippen sind versiegelt. Wenn ihr mir gestern gesagt hättet, dass ich Gastgeber für Nordherrscher aus ganz Himmelsrand sein würde, hätte ich euch wohl gesagt, dass erst die Toten wieder auferstehen müssten, bevor das passiert. Und da wären wir nun. Ein Tag der Wunder. Sagt mir ehrlich, ihr wart an dieser Sache beteiligt, oder? Ich tötete Radar al-Saran und Verandis stellte die Leben wieder her, die an das Schwarze Herz verloren gingen. Haha, endlich hat das Monster, das meine Lande beinahe in den Ruin gestürzt hätte, den Preis für seine Verbrechen bezahlt. Ich könnte nicht mehr verlangen. Und doch wurde auch das, was uns genommen wurde, wieder zurückgegeben. Wo ist Graf Rabenwacht? Falls er meint, meiner Dankbarkeit entrinnen zu können. Verandis musste zurückbleiben, damit die Seelen eurer Leute wiederkehren konnten. Dann werden sein Name und seine Taten in diesen Sälen nachhallen, solange ich auf dem Thron sitze. Was dank euch beiden noch eine Weile der Fall sein wird. Und solange diese Nord zu ihrem Wort stehen, ich habe keine Ahnung, wie sich Frieden anfühlt. Aber ich brenne darauf, es herauszufinden. Welche Art von Übereinkunft habt ihr mit den Nord erreicht? Wir verhandeln um den Frieden. Unsere Schlachten mit der Grauen Schar haben unsere Königreiche verwüstet und unsere Leute erschöpft. Uns geht es allen nur um Wiederaufbau und Erholung. Vielleicht machen wir uns gemeinsam daran. Zumindest kommen wir uns nicht dabei in die Quere. Vor der Verkündung muss ich einen Gefallen erbitten. Was benötigt ihr? Ich brauche einen Berater. Trotz ihres Verrats war Fürstin Belein eine gerissene Ratgeberin. So etwas brauche ich jetzt mehr als je zuvor. Sagt dieser Hexe Arana, dass ich ein offenes Ohr haben werde, falls sie bereit ist, ihre Weisheit zu teilen. Ich habe gehört, dass sie vor kurzem in meiner Feste angekommen ist. Dann schließt ihr also auch mit Arana Frieden? Ei, ich schätze schon. Ich kann ihr schlecht den Kopf abschlagen, wo sie ihn doch gerade erst wiederbekommen hat. Das wäre schlecht für die Moral. Sofern sie nicht entschlossen ist, ihren Kampf gegen mich fortzusetzen, bin ich bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Zudem habe ich bereits Frieden mit dem Rest ihrer Rebellen geschlossen. Was sind eure Pläne für Markarth nun, da Frieden herrscht? Es ist eine würdige Feste, wenn auch nicht so sehr eine Stadt. Ich werde das Land bestellen, die Steine instand setzen und die Märkte ausbauen lassen. Das sind Dinge, über die meine Sippe nicht viel weiß. Aber vielleicht sind die Nord für den richtigen Preis bereit, ihr Wissen mit uns zu teilen. Verratet mir eure Gedanken zu den anderen Herrschern hier. Sie sind ein ganzes Stück angenehmer im Umgang als diese Wölfin, mit der ihr umherreist. Sind so vernünftig, sich einem König in seiner eigenen Halle gegenüber ehrerbietungsvoll zu zeigen, obwohl ich von Fürstin Belein schon genug honigsüße Worte für ein ganzes Leben gehört habe. Der Fette hält sich für einen Poeten. Was haltet ihr von Skaldenkönig Jurun? Pah, Skaldenkönig. Unfug. Ab und an taucht ein König von seiner Sorte auf. Einer, der aufrüttelnde Verkündigungen und Versprechungen macht, für deren Einhaltung sein Hof sich dann furchtbar abmühen muss. Seinen großen Worten fehlt es an Arglist.
Daher gehe ich davon aus, dass man ihm vertrauen kann. Was haltet ihr von Jarl Svaner? Die Vergangenheit würde mir raten, Svagrims Welpen mit aller Macht zu hassen. Seit mehr Generationen, als ich zählen kann, haben wir mit ihresgleichen Schlachten geschlagen und Blut fließen lassen. Doch dieser Grünschnabel spricht unverschnörkelt und ehrlich. Wenn sie von einem Neuanfang spricht, dann glaube ich ihr. Was ist mit Prinz Irnsgar? Ich habe gehört, Jorun hätte den Knaben gezeugt, als er selbst noch jung war. Doch wenn ich mir dieses Paar so ansehe, fällt mir das Urteil schwer, wer der Vater und wer der Welpe ist. Irnsgar wirkt klug und pflichtbewusst. Doch sein Vater wirft einen langen Schatten. Und einen breiten. Boah, diese Diskriminierung hier. Es gibt noch etwas, was ich euch fragen wollte. Wenn ihr müsst. Ich darf ja nicht zulassen, dass ihr mich für undankbar haltet. Nö, ich habe aber auch nichts mehr zu fragen, weil ich habe schon alles gefragt. Ja, findet Arana. Die ist auch im Schloss sogar angekommen, nicht nur hier in Markart. Sehr schön. Meine Ohren jucken. Liegt da mein Name im Wind? Nicht einmal diese düstere alte Steinfeste kann meine Laune dämpfen. Meine Träume bestehen weiter. Markart ist von Freude erfüllt. Doch ihr seid nicht an mich herangetreten, um mir zuzuhören. Was wolltet ihr denn? Ard Kadach will wissen, ob ihr bereit seid, seine neue Beraterin zu werden. Ich habe kaum einen Fuß auf diesen Stein gesetzt und schon verlangt er meine Aufmerksamkeit. Ich hatte nicht vor, neben einem Thron zu stehen, als ich meine Reise begann. Doch da wären wir nun. Das Reich hat so viel erlitten. Ich will helfen, das Land wieder heil zu machen. Ei, ich werde dienen. Ich werde ihm eure Antwort übergeben. Ich kann für mich selbst sprechen. Ihr habt wichtigere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Es gibt jemanden, der einen weiten Weg zurückgelegt hat, um euch persönlich für das Getane zu danken. Noch habe ich Hoffnung. Nun gut, wo soll ich hin? Es gibt eine abgelegene Kammer auf der Rückseite der Feste, wo ihr euch treffen könnt. Jetzt sollte ich den Ard finden und sicherstellen, dass er nachdenkt, bevor er spricht. Also jetzt muss ich mich mal aufrecht setzen, weil jetzt habe ich noch Hoffnung nach diesen Worten. Könnt ihr mir mehr über die Person sagen, die ich eurer Meinung nach treffen soll? Ei, das könnte ich. Doch ich werde es nicht tun. Ich genieße die Spannung. Ab mit euch. Okay, ich werde jetzt mal diesen rüden Ton, als ob ich ein Welpe wäre, überhören. Und werde mich jetzt mal ganz schnell dahin aufmachen. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet, meine Freundin. Vergebt meine grässliche Erscheinung. Der Randis! Es scheint, dass ich etwas voreilig war, als ich mich zum letzten Mal verabschiedet habe. Doch ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, euch wiederzusehen, meine Freundin. Nichts hiervon wäre ohne euch möglich gewesen. Ich dachte, ihr musstet zurückbleiben. Das dachte ich auch. Als ich meinen Griff um die Macht des Schwarzsturms schloss, glaubte ich, das würde das Letzte sein, was ich jemals tue. Es war eine Kraft, über die keine sterbliche Hand gebieten sollte. Doch dank ihr war ich in der Lage, die Seelen aus dem schwarzen Herzen herauszuziehen und an ihren rechtmäßigen Platz zurückzubringen. Habt ihr es so zurückgeschafft? Nein. Als das letzte bisschen Macht der schwarzen Herzens verebbte, hätte ich in Rada al-Sarans Refugiumsebene gefangen sein sollen. Doch ich wurde aus ihr hinausgedrängt. Gestoßen, würde ich sogar sagen. Ich stürzte in die Finsternis des schlummernden Herzens. Dann tauchte ich aus ihr auf, wie eine Motte aus ihrem Kokon. Wie das? Meine Seele wurde zu einem Teil des schwarzen Herzens, unentwirrbar mit dem Gewebe seiner Existenz verschmolzen. Solange es schläft, ist sein Griff um mich erträglich. Aber ich bin nichtsdestominder an es gebunden. Was werdet ihr jetzt tun? Wenn ich mit dieser Macht verflochten bin, muss ich dafür sorgen, dass sie nie wieder eingesetzt wird.
Dies wird leichter, wenn sowohl das Herz als auch ich dem Dunkel der Geschichte anheimfallen. Haus Rabenwacht wird ohne mich bestehen. Arana sollte sie hierher schicken, damit ich es ihnen selbst sagen kann. Ich verstehe. Ich bedauere nichts. Ihr habt mir die Gelegenheit gegeben, mich meiner Vergangenheit zu stellen und Buße zu tun. Diese Reise hat dem Leben von Graf Verandis Rabenwacht einen Abschluss gewährt. Ich kann neu anfangen. So wie wir alle. Die Könige werden bald sprechen. Ihr solltet dabei sein. Werde ich euch wiedersehen? Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, doch ihr scheint die Achse zu sein, um die diese Welt sich dreht. Wenn sie mir noch irgendeinen Nutzen zuschreibt, bin ich mir sicher, dass sich unsere Pfade wieder kreuzen werden. Bis dann, meine Freundin. Lebt wohl. Arana sagte, dass sie hier lang sind. Komm. Vater! Ihr. Sie sagten, ihr wäret tot. Ich war es. Und ich werde es sein. Wir haben viel zu besprechen, doch ich werde nicht zum Haus Rabenwacht zurückkehren. Aber wer wird... Ihr drei braucht keinen Beschützer mehr. Ach da. Es wird Zeit, dass ich die Zukunft der Rabenwacht in eure Hände lege. Aber ihr besucht uns, oder? Wann immer ich kann. Eieiei. Adusa, doch, der Name sagt mir was. Sie sagten, Verandis wäre in der Leere gefangen. Doch er ist hier. Vergebt, Adusa. Ihr müsst die sein, von der Gwendis und Fenorian gesprochen haben. Diese ist geehrt, euch zu treffen. Seid ihr bereit, Haus Rabenwacht anzuführen? Es gab eine Zeit, als diese sich mehr wie eine Amme als wie eine Mitstreiterin dieser beiden fühlte. Doch Gwendis und Fenorian sind keine hilflosen Kätzchen mehr. Graf Verandis muss sich keine Sorgen machen. Adusa steht sicher und fest. Haus Rabenwacht wird alles überdauern. Was wird ohne Verandis mit der Rabenwacht geschehen? Haus Rabenwacht hat eine lange und edle Tradition. Diese wird das Anwesen in Abwesenheit von Graf Verandis führen. Sie hat das schon früher getan. Was die Rabenwacht anbelangt, so wird unsere Arbeit weitergehen. Gwendis ist dem gewachsen und Fenorian wirkt vielversprechend. Gwendis. Da und weg, da und weg. Es ist grausam, so mit dem Herzen einer Frau zu spielen. Aber ich bin froh, dass Verandis sein Versprechen gehalten hat. Ach, ich habe gerade einfach zu viele Gefühle. Wie fühlt ihr euch damit, Haus Rabenwacht zu leiten? Toll! Schrecklich. Alles dazwischen. Ich habe so lange darauf gewartet, dass Verandis mir nicht mehr über die Schulter blickt. Doch ich hätte nie gedacht, dass das aufhören würde, weil er nicht mehr da ist. Als ihr und Lyris mir sagtet, dass er nicht zurückkommt, ist mir etwas klar geworden. Ja? Ich kann nicht um ihn weinen. Tränen sind nicht das, was er von mir braucht. Er braucht jemanden, der seine Arbeit fortsetzt, der all das tut, was er nicht mehr tun kann. Also werde ich genau das tun. Sein Erbe am Leben erhalten. Jemand muss doch all diese lästigen Vampire im Auge behalten. Lasst es mich wissen, falls Haus Rabenwacht wieder meine Unterstützung braucht. Glaubt nicht, dass ich nur von Verandis Besuche erwarte. Es wäre doch schön, wenn man euch mal woanders treffen würde als in einer schimmligen Kaverne. Castell Rabenwacht steht euch immer offen. Es ist ja nicht so, dass es uns an Gästezimmern fehlen würde. Ich werde das nicht vergessen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss Verandis zurechtweisen. Ich glaube, ich hatte den Art nach euch verlangen hören, als wir mit Arana sprachen. Es gibt wohl eine Proklamation im Audienzsaal. Ihr solltet eure Belobigung lieber nicht verpassen. Okay, das macht mir Angst. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, als Arana sagte, dass sie jemand darauf wartet, uns zu sehen. Aber ich hätte nie... Ich dachte, er wäre fort. Ich glaube nicht, dass mich heute noch etwas überraschen kann. Vergesst, dass ich das gesagt habe. Wir wollen das Schicksal nicht herausfordern. Ihr scheint besorgt zu sein. Nein, nein. Ich wollte keinen falschen Eindruck erwecken. Es ist alles nur ein bisschen viel.
Vielleicht sollte ich mich hinsetzen. Hat er wirklich gesagt, er will, dass wir Haus Rabenwacht übernehmen? Ja. Es stimmt. Ich habe mir das nicht eingebildet. Die Wahrheit ist, wir hatten bereits über die Zukunft des Hauses Rabenwacht nachgedacht, nachdem ihr ohne Verandis zurückgekehrt wart. Anscheinend sind weitere Besprechungen nötig. Doch ich bin erleichtert, dass die Umstände nun andere sind. Ihr werdet alle gut zurechtkommen. Da bin ich mir sicher. Eure Befürwortung schenkt mir Vertrauen. Wir hofften allerdings, ihr würdet in Betracht ziehen, euch auch offiziell unseren Reihen anzuschließen. Angesichts dessen, was ihr alles für Haus Rabenwacht getan habt, erscheint es nur richtig, dass wir euch als einen von uns sehen. Das heißt, wenn ihr das wollt. Ich fühle mich geehrt. Willkommen bei Haus Rabenwacht. Ich schätze, das macht mich zu eurem Vorgesetzten. Ich werde darauf achten, dass es mir nicht zu Kopf steigt. Ich habe sogar schon euren ersten Auftrag, wenn ihr bereit seid. In Ordnung. Was ist mein Auftrag? Ihr sollt so viel Lob und Preis erdulden, wie der Art und seine Leute für euch parat haben. Und ihr dürft mindestens, ich weiß nicht, einen Tag lang nichts mit bösen Vampiren zu schaffen haben. Glaubt ihr, ihr schafft das, Rekruten? Könnte schwierig werden. Das schaffe ich. Denkt daran, ihr vertretet nun Haus Rabenwacht. Betrachtet dies als eine diplomatische Mission. Ich glaube, der Art hat nach euch gerufen, als wir mit Arana sprachen. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er mit den anderen Herrschern auf dem Weg in den Audienzsaal. Nun gut, dann muss ich mich da jetzt wohl hinbegeben. Aber ich find's klasse, dass es wenigstens noch so ein gutes Ende gegeben hat. Ich mag keine schlechten Enden von irgendwelchen Geschichten. Oder wenn die Leute sich opfern, auch wenn ich zugeben muss, dass... Ich dachte, ihr freut euch über einen Überraschungsbesuch. Schneelilien. Sai! Oh, Sai, ihr wisst immer, wie... Oh, hallo, Partnerin. Ja, hi! Sai, wo kommst du denn her? Es ist schon eine Weile her, seit unsere Wege sich zum letzten Mal kreuzten. Ich bin froh, euch wiederzusehen und zu wissen, dass Lyris während ihrer Zeit in Himmelsrand in guter Gesellschaft war. Was bringt euch nach Himmelsrand, auch wenn ich euch nicht sehen kann? Ich hatte schon lange geplant, Himmelsrand zu besuchen und etwas über dessen lange Geschichte mit den Drachen zu erfahren, um so unseren Kampf gegen diese Bestien zu unterstützen. Als ich hörte, dass Lyris hier ist und noch dazu gegen einen Schwertheiligen kämpft, beschloss ich, dass die Zeit für meine Reise gekommen war. Einen Schwertheiligen? Rada al-Saran war ein Ansai von immensem Ruf. Eine Legende, die an die von Leki selbst heranreicht. Die Schwertheiligen sind ein verlorenes Vermächtnis meines Volkes. Es ist eine Schande, dass al-Saran sich nicht der Wiedereinführung dieser ehrwürdigen Tradition anstelle seiner monströsen grauen Schar widmete. Was werdet ihr nun tun, da das Kämpfen vorbei ist? Versteckt ihr euch weiter hinter Lyris Rücken? Lyris hat versprochen, mir einige der Drachenkultruinen und Hügelgräber zu zeigen. Mit etwas Glück lernen wir so mehr über unsere Feinde in Elsweyr. Ich werde bald zu meinen dortigen Pflichten zurückkehren. Ach ja, dieser Größenunterschied immer. Ah, da seid ihr ja. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich war etwas abgelenkt. Sai und ich bringen uns gerade auf den neuesten Stand. Tatsächlich tauschen wir gerade Geschichten über unsere Reisen mit euch aus. War die Nachricht vorhin von ihm? Bradan sagte, ein merkwürdiger Rotwardone würde nach mir suchen. Als ich Sai erblickte, wusste ich nicht, ob ich ihn verprügeln oder umarmen soll. Es war eine ziemliche Überraschung, aber keine böse. Wir haben einander viel zu erzählen. Na komm, sie wollte sich doch auf ihn stürzen und direkt zu Boden drücken und... Naja, lassen wir das. Werdet ihr beide gemeinsam reisen? Ich würde ja sagen, dass es schön war, wieder zu Hause zu sein. Doch euch wäre klar, dass das gelogen ist. Der Skaldenkönig schuldet mir etwas Ruhe. Ich glaube, wir werden Himmelsrand verlassen und etwas Zeit frei von jeglichen Verpflichtungen verbringen. Ich wollte immer mal zurück nach Skingrad. Dann gute Reise. Leute wie wir können uns nie lang von Ärger fernhalten. Also, lasst uns ein paar Fässer Met anstechen, solange die Lage ruhig ist. Oh, Kadach hat nach euch gesucht.
Er und die anderen Herrscher wollen eine große Ankündigung machen. Ich komme gleich nach. Habt ihr Svana oder den Skaldenkönig Jorun getroffen? Das habe ich nicht, doch ich bin mir sicher, dass ihr sie noch eine Weile länger beschäftigen könnt. Oder, Partnerin? Sai und ich müssen noch ein paar Dellen aus meiner Rüstung klopfen. So nennt man das heutzutage. Ich werde mal nach dieser Verlautbarung sehen, die sie machen. Ach ja, das Ende ist doch schöner, als ich dachte. Der Baum ist cool. Den habe ich noch gar nicht gesehen hier. Endlich trifft der Ehrengast ein. Auf ein Wort, bevor wir anfangen. Kein Augenblick zu früh. Kadach ist erpicht darauf, deutlich zu machen, dass er einem jeden Nordkönig ebenbürtig ist. Er hofft so, seinen Anspruch als König des Reg legitimieren zu können. Damit liegt er nicht falsch. Doch er würde auch wie ein Narr dastehen, wenn ich nicht hier wäre, um sein Temperament in Zaum zu halten. Anscheinend seid ihr bereits eine hilfreiche Beraterin. Das bin ich. Ein neuer Tag bricht an. Für mich, für Markat, für das Reg. Nach allem, was ihr getan habt, um das alles vom Rand des Reichs des Vergessens zurückzuzerren, ist das Mindeste, was ich tun kann, Kadachs belämmerte Vorstellungen zu ertragen. So sorge ich mit dafür, dass nicht alles vergebene Liebesmüh war. Heißt das, ihr kommt miteinander aus? Dehnen wir die Grenzen der Vorstellungskraft nicht über Gebühr aus. In unserer Zukunft wartet kein Mangel an Zankereien und Flüchen. Doch da ist nun Vertrauen. Solange wir beide nur das Beste für das Reg wollen, reicht das. Ihr geht jetzt lieber zu ihm. Ich kann sehen, wie er finstere Blicke in unsere Richtung wirft. Ich werde mit ihm sprechen. So, Moment, da ist er, genau. Ha, Abenteurer. Kommen und gehen, wie sie wollen. Lassen drei Könige und einen Jarl in einer vollen Halle dumm herumstehen. Ich schätze, ihr habt euch dieses Recht verdient, Vagabunden. Fast alle in diesem Raum wären nicht hier, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich habe getan, was ich musste. Schlicht gesagt. Ei, ich mag das. Indem ihr getan habt, was getan werden musste, habt ihr alle Kronen von Himmelsrand in eine Halle gebracht. Ihr habt die graue Schar wieder unter die Erde geschickt. Und ihr habt uns einen klaren Himmel geschenkt. Wenigstens können wir jetzt sehen, wohin es geht. Nehmt dies mit all unserem Dank. Und wir haben eine erfüllte schwere Schulter vom Teil strahlende Bastion erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Freie Hände von Markart, ihr schwer geprüfter Haufen, den ich meine Sippe nenne. Wir haben eine weitere lange Nacht überlebt. Sie war düsterer als alle je zuvor. Doch wir haben dies nicht allein durchgestanden. Wir fanden ungewöhnliche Verbündete gegen die Graue Schar und begruben unseren Groll. Gemeinsam haben wir nicht nur überlebt, sondern sind aufgeblüht. Wir schulden diese Wunder den Bemühungen vieler. Regmannen, Nord, Vampire, Fremdländer, Helden jedweder Art. Lasst uns ihrem Beispiel folgen. Wir haben zusammen Krieg geführt, wir feiern zusammen. Lasst uns alles gemeinsam wieder aufbauen. Von diesem Tag an lassen wir Krüge statt Schwerter klirren. Frieden und Wohlstand all unseren Königreichen. Ein Hoch auf die Helden von Himmelsrand. Gedenken wir ihrer mit Gesang und Trunk. Wir Kinder vom Himmelsrand wären immer da. Ja. Sehr schön. Das waren dann die letzten Worte für heute und die letzten Worte auch für diese Questreihe, beziehungsweise für die Hauptstory hier im Reg.
Ich glaube, in der nächsten Folge müssten wir dann die Einführungsquest zu Dunkelforst machen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht wieder Quatsch. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und erstmal die Einführungsquest machen und dann danach die Hauptstory in Dunkelforst weitermachen. Die ganze Chronologie könnt ihr wie immer auf unserer Homepage sehen von meiner Gilde. Das ist www.diehungrigenwölfe.wordpress.com. Und ja, da findet ihr eine Chronologie, wo ihr dann selber nachschauen könnt, in welcher Reihenfolge das Ganze am logischsten spielbar ist, also wie das Ganze rausgekommen ist. Ich sag dann einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.